Es ist Zeit, wieder allein zu sein. Zeit, die Freiheit zu begreifen, sich zu meißeln in den weichen Stein. Es ist Zeit, wieder allein zu sein. Ich habe 40 Jahre im öffentlichen Raum gelebt, in einem Zirkuswagen, nicht abgeschlossen, eine Tür, und war Nachbar von allen. Letztendlich über die Zeit. Und mich hat interessiert, eben ja, herauszufinden, wo wir hier so leben als, ne, und so weiter. Und das kann man eben eigentlich sehr gut dann, wenn man nicht abgeschlossen lebt. Und dann kommt es natürlich, dann ist man immer im öffentlichen Raum oder oft, wenn man nicht eingeladen ist. Und dann muss man sich auseinandersetzen, was ist denn da los in diesen öffentlichen Räumen? Wie sind da die Rechtsverhältnisse? Und interessant ist, also mit Zirkuswagen, da hat sich nichts geändert seit dem Dritten Reich. Ja, also wenn man mit Zirkuswagen kommt, dann kriegt diese ganze Gesellschaft hier die totale Panik. Und es gibt oft, habe ich diese Sätze gehört, vergasen, abschaffen, ne, und so weiter. Zirkuswagen, den wollte man mir wie oft abnehmen und so weiter. Ne. Brandenburger Tor übrigens, wurde mir der mal abgenommen. Und wieder zur 1994 sollte in Berlin eine Friedensuniversität gegründet werden. Und da gab es über 900 Veranstaltungen, die Jahre vorher organisiert wurden. Dalai Lama hat im Tempodrom die Eröffnungsmeditation gehalten. 6 Wochen ging das ganze Programm. Und das war der Grund, warum ich mich aus Köln mit dem Zirkuswagen nach Berlin bewegt habe. Und ja, und dann hatte ich einen Aufführungsort gefunden mit meiner Harfe im Palais am Festungsgraben unter den Linden und wollte dort die Harfe hinbringen vom Tempodrom 3 Kilometer mit 6-Kilometer-Schild. Ich hatte damals keine. Und dann hatte aber einen Tag vorher der Ministerpräsident von Frankreich hatte die Atombombenversuche wieder aufgenommen im Mururoa-Atoll. Zufällig an diesem Tag, an dem ich beschließe, durchs Brandenburger Tor, obwohl das natürlich nicht ganz legal war. Das war geöffnet damals noch für Busse und Taxis. Und der ganze Potsdamer Platz war Riesenbaustelle. Das heißt also, ich hätte fast 10 Kilometer über verstopfte Straßen mit einem Trecker und einem 6 Kilometer Zirkuswagen mich da durchfahren müssen. Und so hatte ich gerade mal knapp 3 Kilometer. Und deswegen bin ich da durch. Und wegen diesem Mururoa-Atoll Atombombenwaffenversuch Wiederaufnahme haben ein paar hundert Berliner Schüler beschlossen zu demonstrieren und nicht zur Schule zu gehen. Die haben gar nicht am Potsdamer Tor da, am Brandenburger Tor da demonstriert, sondern irgendwo in der Stadt. Aber weil die demonstriert haben, war das Tor unter Sonderbewachung. Dann standen da 60 Polizisten, die unbeschäftigt waren, und ich kam da durch. Das war passend. Dann habe ich 4 Stunden, sie haben eine Viertelstunde mit mir geredet. Dann gab es noch so einen irren Konflikt, weil der Sturmbahnführer da von der Einheit, der war ein Wessi. Und die meisten Polizisten, die waren Ossis. Ja. Ja? Und dann der Wessi, der wollte unbedingt. Die Recht haben. Haben immer gesagt, komm, lass dir doch in Ruhe, da gibt doch nur Ärger. Ja, ist ein Wahnsinn. Ich bin ja nicht schnell da durchs Tor, ich bin genau mit 6 Kilometer durch. Und die haben alle gesagt, lass den fahren. Und der wollte denen aber unbedingt zeigen, was Recht und Ordnung ist. Und dann kam noch der TÜV und mit Sattelschlepper, mit Tieflader, Sachverständiger. Dann wurde mir der Wagen gestürmt, weil ich habe gesagt, wenn ihr ein Problem habt mit der Zugmaschine, dann bitte nehmt die Zugmaschine. Ja, aber mein Wagen ist mein Wohnraum und da müsst ihr schon irgendwie was haben. Also Durchsuchungsbeschluss und so weiter. Haben die gesagt, komm. Und dann haben sich 5 oder 4 Sturmgeräte an. Dann haben die den Wagen gestürmt und mich und meinen Hund so einfach da vor die Tür gesetzt. Die ganzen Touris haben gefilmt, ne? Und dann wurde der Wagen sichergestellt und ist auf dem TÜV-Gelände verschwunden. Und ich hatte eine Woche lang, war ich dann obdachlos in Berlin. Am Ende vom Lied, nach einer Woche, mussten sie mir wieder geben, weil so richtig rechtmäßig war es halt dann doch nicht. Ich habe mir ziemlich den Auftritt auf dieser Friedensuniversität verhagelt. So, ja, das war jetzt mal alles so ein bisschen zum Warmlaufen. Ich gehe noch mal kurz zurück zu der Geschichte. Ich habe in meinem Leben also 12 Jahre dieses Leben geführt im Zirkuswagen. Und wir hatten dann 93... oder eigentlich ein paar Jahre vorher schon, ich glaube 1988 haben wir das begonnen, da hatten wir einen Wagenplatz im Hunsrück
an einer Tierkörperbeseitigungsanstalt, die mitten im Wald noch aus der Nazi-Zeit, ne, da ist das ja alles zentralisiert worden, das Molkereiwesen, wie das Abfallwirtschaftswesen und wie die Abdeckerei. Also an so einer Tierkörperbeseitigungsanstalt, die noch bis in die 70er Jahre in Betrieb war, da haben wir dann gnädigerweise mal ein Stück Grund pachten können, wo es uns also zumindest erlaubt war, also geduldet erlaubt war und für viel zu viel Geld da die Wagen abzustellen. Und dann haben wir da so ein Wagendorf gegründet, ne, mit dem Platz fürs Wagen hieß der, und wir waren so bis zu 30 Personen mit den Kindern gerechnet. Und haben da so 3 Jahre gelebt auf einem recht vergifteten Gelände. Perchlorkohlenwasserstoff wurde da ja benutzt und so weiter. Also war so ein Prachtgelände. 2 Bäche vom Flughafen Hahn kamen übrigens, in der größten amerikanischen Militärbase, die 3 Kilometer weiter war. Und da habe ich meine Paradieserfahrung machen können, was es also bedeutet, wenn Menschen, ne, eben so 30 Leute, nicht auf so eine irre Architektur, wo man sich wegschließt und abspaltet von der Natur, sondern was passiert, wenn so Leute nur mit so einfachen Strukturen, wir hatten auch eine Familie mit Tippi, ne, eben auf 4 Morgen Land siedeln, was brach ist, wo nur Brennnesseln und Steine und Disteln wuchsen, so als Haupt. Ein paar Pionierbäume gab es schon, ein paar Erlen, so kleine. Und nach 3 Jahren, ne, weil das ist ja unser Lebensraum hier, 3 Jahren im Lebensraum wieder zurückkehren, das hat ja gestern hier unser Bäumefreund ja auch erzählt, dass es wichtig ist, dass wir ernten, dass wir pflegen, dass wir beschneiden, ja, und so weiter. Ja. Da haben wir da in einem Paradies gelebt. Sogar der Eisvogel, der ist täglich zu uns gekommen. Also sehr. So ein Vogel, von dem man sagt, der ist total scheu. Ja. Ich hatte einen Ort, wo wir wir haben schon tierische Nahrung zu uns genommen. Also ich habe zum Beispiel die Hühnerknochen immer, ne, einen Kilometer weitergetragen auf einen Platz, wo die Bussarde kamen, um, ne, das, die Reste aufzufressen. Also es war ein unglaubliches Erlebnis, und das nach 3 Jahren. Ja. Diese Erfahrung habe ich dann ja später in die Stadt Köln getragen und mitten in der Stadt auf einem Brachgelände, was 20 Jahre vermüllt war, aufzeigen können, dass es sogar mitten in der Stadt geht, wenn ein einziger Mensch entschieden diese Haltung einnimmt und jeden Morgen früh aufsteht und sich nicht mehr beteiligt an diesem anderen Irrsinn, am Konsum, sondern einfach guckt, was kann man am besten aus dem machen, was um einen rum da ist. Richtig. Und darüber ist übrigens der Film, den er da im WDR sehen wird. So, also ich muss mal gerade, den Faden habe ich noch nicht so ganz gefunden. Also wo ich ansetzen wollte, meine Erfahrung, diese Wanderjahre abzuschließen, war dann, ach ja, der Wagenplatz, dann war 89 der Mauerfall. In dieser Zeit sind wir mit einem Zelttheater durch Deutschland gezogen, durch Westdeutschland damals noch. Und haben in einem Zwei-Master-Zirkuszelt, wo 300 Menschen zuschauen konnten, das wir ausgestattet hatten wie ein Schiff, 2 Masten, könnt ihr euch vorstellen, Mastkorb da oben, so ein Vorderdeck, da hatte unser Kapellmeister Moses, ne, von der Arche, ne, der hat da aufgespielt, und die Zuschauer waren die Bordwände, auf, ich glaube, 3 oder 4 Reihen, so ein Gradin gebaut, ne, wo die unsere Zuschauer saßen, und der ganze Boden war das Schiffsdeck, Planken. So, und die Story begann also mit dem Untergang der Titanic, ne, und es retten sich 3 Tiere, ne, auf die frische Arche, ne, ein Fuchs, ein Huhn und ein Rabe, die war ganz nass, ne, und fangen sozusagen Französische Revolution, Brüderlichkeit, Freiheit und so weiter, alles wieder von vorne an. Und eine halbe Stunde später aber haben die schon die Pinguine wieder eingestellt als Diener und Sklaven. Ne? Feiern schon wieder die erste dekadente Party. Ne? Und zur Halbzeit ist also das Schiff schon wieder auf Schlagseite, und ne, die rennen alle zu der einen Seite, wo zu schwer ist. Ne? Geldbörsen, Brillanten, Schmuck, alles Lastenausgleich. Ne? So, und die Ratte taucht auf an Bord, und ne, man merkt, aha, hier wird geklaut, da wird geklaut und so weiter. Und dann wird die Ratte entdeckt und wird gejagt, und die verschwindet dann auf dem Mastkorb, wo die Kapitänsuniform hängt, und schlüpft in diese Uniform. Und wenn ich mir heute dann so Erdogan, Trump und so weiter angucke, dann sind wir geschichtlich, historisch wirklich an dem Punkt namenlos angekommen, dass also, ne, die Kapitänsuniform von Rattenartigen, ich meine, vielleicht ist das eine Beleidigung der Ratte, sorry, aber ihr wisst, wovon ich spreche. Ja. So, also dann, ne, dann müsst ihr euch vorstellen, also ich bin persönlich in dieser, also ich habe
ne, meine Kinder sind da aufgewachsen in diesem Kontext und so weiter, nicht nur meine. Wir hatten also richtig kleine Kindergang, die also eben auf diesem Wagenplatz ihre Frühsozialisation erleben durfte. Die kommt ja, also ich kann nur sagen, also alle diese Kinder, die ich erleben durfte, für die ich ja auch Mitvater war, also wo es nicht meine waren, kann man sagen, voller Erfolg. Die Kids sind großartige Leute geworden. Ich meine, die sind heute Mitte 30. Ja. Also meine Kinder, könnt ihr auch bewundern, die sind alle Schauspieler geworden und haben Grimme-Preis und Fernsehpreis und alles Mögliche gewonnen. Ich bin in Freiheit aufgewachsen. Waren immer alle hochsozial kompetent, weil sie eben in einem Ambiente aufgewachsen sind mit vielen Vätern, vielen Müttern, vielen Onkeln, vielen Tanten. Ne? Und dadurch ist einfach das, kann man sagen, also das, was eben so furchtbar einlockt bei diesem ganzen Kleinfamiliending, was uns hier mit Bausparkassen und so weiter als Idealmodell vorgeführt wurde, ne? Da ist die Möglichkeit aus alten Traumata, die man als Eltern vielleicht nicht bereinigt bekommt, dass die sich dann brutal auf die Kinder übertragen, ist da einfach hoch. Ja. Während wenn diese offene Dorfstruktur da ist, dass die Kinder sich auch andere Mütter, andere Väter, wenn deine Mutter ist jetzt gerade überlastet, die kann nicht, aber du weißt, nebenan wohnen eine andere. Ja, was ist das Problem? Nein, so. Wie? Nimmst du dir einfach schon wieder was, ohne den Mund aufzumachen? Du wolltest da noch was drauf haben? Ja. Was hättest du denn da gerne drauf? Ein Dinosaurier. Na, den musst du selber malen. Das Nein, Gesicht. Also sag hier. Wie war das noch? Ein Gesicht? Auch mal ja, das ist doch perfekt. Am Fenster dir. Und da, ja. Noch was? Augen. Da haben wir ja fast alle Sinne, komm, man kriegt noch eine Stirnlocke, ja? Noch Haare. Ein Haar reicht. Ein Haar steht für jetzt. Gibt ja noch mehr Kinder. So, also, Flughafen Hahn, Wagendorf und Flughafen Hahn 91 brach dann, da wurde das dann also richtig, ne, die Wende war geschehen und schon geht das mit dem Krieg wieder. Also das heißt, die Waffen, die auf dem Hunsrück lagen, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, da lagen unter anderem 96 Fuß-Missiles, die atomar bestückt werden konnten und die auf die DDR gezielt haben. Also wir haben da, deswegen gab es ja damals auch diese große Demonstration in Hunsrück und Bonn erst und dann der Friedensbewegung, ne, wo dann, ne, wo wir dann ja, dafür eingetreten sind. Manchmal offenbart sich ein so, dann plötzlich merkt man also so eine Art Generalmobilmachung auf diesem Flughafen, das kriegt man ja mit, wenn die da plötzlich also ihre Jets am Boden festschnallen und jeden einzelnen 190 Düsen, also Bomber, waren da stationiert. Wenn die dann festgeschnallt werden und unter Volllast die Triebwerke ausprobieren. Echt? Da bebt die Erde, ne? Und dann fuhren nachts Munitionszüge, weil die Bunker mit diesen ganzen Munitionen, die waren ein paar Kilometer weg in den Bergen, ne? Und dann rumpelten dann da, das musst du machen, das hast du noch nie gehört. So ein Geräusch, was über eine halbe, dreiviertel Stunde ganz langsam lauter wird und dann wieder verschwindet und du hast da denkst, hey, was? Und dann am nächsten Tag haben wir darüber geredet, dass das irgendwie komisch war. Und das sind Munitionszüge gewesen, weil es 200, 300 Meter lange Züge, die voll sind, so schwer sind. Und die dann aber nachts heimlich, weißt du, in so einem Schritttempo. Und dann wurde der ganze Mist also aufgeladen in die Dinger und in Kuwait abgeworfen. Und dann kamen die nicht zurück. Und das war für mich ein ganz interessanter Moment, weil da ist mir bei mir ganz viel ausgelöst worden. Aber ist mir klar geworden, wir haben einerseits Mauerfall gehabt, also wir dürfen wieder ein Land sein, wofür ich dachte, ich war total dankbar dafür, war bei mir das Gefühl. Ich habe mich gefragt, ich frage mich bis heute, warum sind wir bis heute, haben wir dafür keine Sprache gefunden? Warum kann Deutschland nicht irgendwie mal eine Sprache finden und das mal zum Ausdruck bringen? Ja, dass wir irgendwie, ey Mensch, wir sind so fett, wir haben alles
Wir dürfen vor allen Dingen, haben wir diese angebliche Meinungsfreiheit, ne? Also meinen heißt übrigens Lügen, germanische Sprache. Echt? Meineid, ja. Meinen ist Lügen. Also meineid, das Wort kennen wir ja. Da ist einen drin und der geschlossene Mund. Ja. Einen, ja. Gut, wieder eine Bildungsschwäche beseitigt. Ja, also in einem Kreiskontext von Menschen, die sich kennen und die sich nichts vormachen, ist derjenige, der jetzt eine Meinung unbedingt vertritt, weißt du, alle haben Konsens, aber ich habe eine Meinung. Also damit bist du draußen. Ja. Ja, du stehst also auf irgendeinem Sonderansicht, wo du sagst, das ist die Wahrheit, das ist aber nur der kleine Teil, den du nicht siehst, du nicht siehst, du nicht siehst. Okay. In einem guten Gespräch kann ich den dazu tun. Ja, also weil ich teile meine Gedanken an alle, gut als deine, und daraus wird eine holistische Sicht. Richtig, das kann ich verstehen. So, aber wir werden, ne, wir können tatsächlich offen und laut sprechen, ohne jetzt gleich erschossen zu werden, gefoltert zu werden, eingeknastet zu werden und so weiter. Ja. Das ist ein richtiges Punkt, aber wir setzen das nicht richtig ein bis heute. Ja. Also das sind so Fragen, die ich da bearbeite. Auf jeden Fall, ne, das war dann zu erleben, das hatte dann im Hunsrück. Ich habe erlebt mit meinen Kindern, wenn man mit Zirkuswagen lebt, ist man natürlich so Tiefliegern ziemlich brutal ausgesetzt. Ich habe erlebt auf Spaziergängen, dass ich mich mit meiner kompletten Familie von jetzt auf gleich auf den Boden geworfen habe, weil die da in 50 Meter Höhe da über die Berge gedonnert sind. Das war ein normaler Alltag im Hunsrück, in der Eifel, in dem ganzen Westgebiet von diesen Truppenübungsplätzen. Und das war plötzlich weg. Das ist schön da eigentlich. Also das heißt, diese Landschaft konnte aufatmen. Ach, das ist erzählt. Das war verrückt. Und dann haben wir uns interessiert, ja, was passiert denn jetzt mit dem Flughafen Hahn? Und in diesem Zusammenhang habe ich dann auch rausgefunden, es gab ja nicht nur Truppen, also besetzte Gebiete in Deutschland von den Amerikanern, sondern auch von den Belgiern, Franzosen, Engländern und den Russen. Und dann hörte ich von der Wittstocker Heide, dem Bombodrom. Und habe dann Herrn Schabing getroffen, damals Verteidigungsminister. Und mir das angehört, was der Herr Kohl damals direkt nach der Wende wollte, hat er klargemacht, dieses Bombodrom im Osten, da sind diese ganzen Airbags, Wittstocker Heide, soll ein Bombenabwurfplatz für die heimische Rüstungsindustrie und für die Bundeswehr werden. Weil es das 50 Jahre ja sowieso war von den Russen. Welches Gebiet nochmal von den Russen? Wittstocker Heide, ein 180 Quadratkilometer großes Waldgebiet, was von den Russen nach dem Zweiten Weltkrieg abgebrannt wurde. Zwei Dörfer wurden evakuiert und dann wurden 50 Jahre praktisch täglich dort Bomben abgeworfen. Ich bin durch dieses Gebiet mit meinem Sohn durchgewandert. Ist es bei Berlin oder wo ist das ungefähr? Ja, das ist auf der Kante Mecklenburg-Brandenburg. Da oben, okay, weiß ich die Ecke erst. Ne, so Nord, gleich nordwestlich von Berlin. Danke. Da gibt es diesen Rheinsberg. Ja, Name ist ein bekannt ein bisschen. So, und da habe ich gedacht, das darf wohl nicht wahr sein. Also jetzt sind wir wieder vereinigt und ich höre vom Flughafen Hahn im Hunsrück. Da hatte ich Kontakt zu einer Bundestagsabgeordneten der CDU, die hat mir ihre Unterlagen gezeigt, was sie für einen Einblick hatte in die Pläne, wo es mit dem Flughafen Hunsrück hingehen sollte, Und zwar war geplant, den ganzen Flughafen zu verkaufen. Es gab ein Angebot von einem, also von einer noch nicht gegründeten Finanzgesellschaft, die gespeist von den Großgrundbesitzern Südamerikas, die also hier die Avocado frisch auf den Tisch für all die Single-Haushalte möglichst teuer verkaufen wollte, also Fracht, ging um Frachtflug, ja, und einem amerikanischen Finanzierungsdings, die wollten sich zusammenschließen, um den Hahn zu kaufen, wenn Deutschland zusichert, einen Flugbetrieb 7 Tage die Woche mit allen Flugzeugtypen die Welt 24 Stunden am Tag. Ach du Mann. Das wäre sozusagen, also es ist eine Handelskriegseröffnung, weil es gibt ein Nachtflugverbot weltweit für 6 bis 8 Stunden. Und die wollten und das wollten die aufbrechen über den Flughafen Hahn. Das wäre also sozusagen, ne, so das Ding. Und dann hört man im Osten, aha, wir in Deutschland, wir haben jetzt nichts Besseres zu tun, als in das gleiche Horn wieder zu tuten, wo wir schon immer reingetutet haben, Rüstungsindustrie, eigener Bombenabwurfplatz. Ich habe gesagt, ich will in dem Land nicht mehr leben. Ja? Und das muss irgendwie anders sein. Und dafür bin ich auch nicht demonstrieren gegangen, da andauernd, da weiß ich, was ist das für eine scheiß Übung? Also wie oft, wieso muss man eigentlich für Frieden andauernd da so rumschreien? Ja, also irgendwie, das ist ja total rumgedreht, das muss ja umgekehrt sein. Ja? Also jemand, der Krieg anmeldet, der muss auf Nieren und Dings geprüft werden und der muss sich irgendwo anmelden und sagen, darf ich das? Darf ich da jetzt schießen? Hä? Ja. So.
Naja, also auf jeden Fall, meine Reaktion darauf war dann, mir zu überlegen, weil ich gemerkt habe, dass die Hunsrücker Bevölkerung mit diesem, also der Flughafen Hahn, das war 17 Quadratkilometer, also ist ein Zehntel von der Fläche von diesem Bombenabwurfplatz im Osten, aber das war die höchst technisierteste, also heute ist es Ramstein, aber damals Flughafen Hahn war größer und moderner, es waren 16.000 Soldaten ständig stationiert, ja, und der wurde zugemacht. So, und die Hunsrücker Bevölkerung, die hat sich diesen Flughafen ja auch nicht ausgesucht, aber die waren auch nicht diejenigen, die jetzt wirklich da eine neue Vision und so weiter entwickeln wollten. Und ich habe da kaum Ansprechpartner gefunden für diese Frage, was machen wir jetzt aus dem Flughafen? Und dann habe ich gedacht, und das ist natürlich auch die ganze Kriegsfriedensfrage, ist keine Hunsrücker Frage, das ist mindestens mal, ne, muss man die an die bundesdeutsche Glocke hängen, aber eigentlich ist es eine Europa- oder vielleicht sogar eine Weltfrage. Und deswegen habe ich gedacht, ich muss irgendwas tun, ne? Ich kenne kaum einer, ich muss irgendwas tun, was total verrückt ist, was auffällt, was langen Atem hat. Ja. Und so. Und deswegen kam ich auf die Idee, ich roll dafür mal einen Stein durch Deutschland. Also für diese Konversionsfrage der Militärgelände und was können wir in Deutschland tun. Und dann bin ich also tatsächlich von Trier, 93, Aschermittwoch, am Trierer Dom, Hahnenpforte, bin ich losgelaufen und bin dann im September in Berlin angekommen, am Berliner Dom, und habe einen Stein durch Deutschland gerollt in dieser Sache. Der war damals so groß, in Berlin war er noch so groß. Und ich kann sagen, also in dieser großen Sache bin ich komplett gescheitert. Ich bin durch 26 Zeitungsredaktionen gelaufen mit dem Stein, unter anderem auch durch die Springerpresse in Berlin und durch die Taz in Berlin, aber auch viele kleine. Ich bin richtig immer durch die Redaktionen durchgerollt. Finde ich super. Es haben auch alle darüber geschrieben, aber es hat nur eine Zeitung geschrieben, die den Hintergrund geschrieben hat. Alle anderen haben das nur als Folklore, schönes Foto, guck mal da, hahaha. Da läuft mal eine neue Idee von einem Verrückten, so ungefähr. Ne? Mir ist wichtig, ne, also ich mach das heute, jetzt zieh das durch, auch wenn es nur noch zum Schluss einen Zuhörer gibt, aber ich muss die Geschichte unbedingt hier einmal erzählt haben. Das ist mir ganz, ganz, ganz wichtig. Ich bleib ich sitzen. Oh, du schneidest ja auch mit, ne? Ja, ja. Weil das kriegt eine Menge Zuhörer. Ne? Gut. Also, in diesem Sinne, ne, war dieses Steinerollen, ne, habe ich nicht geschafft, sozusagen, diese kollektive Frage durch diese, einen Mann bringt einen Stein ins Rollen. Es gab natürlich Begleiter und es gab auch, es gab auch richtig spannende Momente. Allerdings, sagen wir mal, an so einer großen Frage, im Nachhinein habe ich mir das dann auch überlegt, ne? Ich bin aus einer Stadt losgezogen, in Trier hat mich keiner gekannt. Ne? Also ich wollte eine Pressekonferenz machen, ich habe eine Audienz beim Bischof, der heute der Vorsitzende da ist, und ich habe die Audienz nicht bekommen bei dem. Ich habe also nur einen ganz kleinen Abfahrtsbahnhof, einen Radiobeitrag, eine Zeitung hat da irgendwas geschrieben und das war's. So, und das ist natürlich vom Anfangsimpuls war das zu wenig. Also für so eine große kollektive Frage hätte sozusagen hätten da viel mehr die Friedensbewegung zum Beispiel. Ich habe die Friedensbewegung auch nicht erreicht. Das finde ich auch, das kritisiere ich an der Friedensbewegung. Die Friedensbewegung taucht immer dann auf, wenn irgendwie wieder Krieg ist. Das frage ich mich, Leute, was ist das denn? Ja, nur immer dann sich zu melden, wenn jetzt gerade wieder mal irgendwie jemand Scheiße baut. Kann nicht sein. Ich warte auf diesen Moment, dass sozusagen mal, ne, so viel Friedpower mal das zusammenkommt und sich gemeinsam auf den Weg macht und mal zeigt, was denn Frieden kann. Weißt du, wenn man sich, wie oft bin ich mit meinem Zirkuswagen auf meinen Fahrten durch Deutschland durch irgendwelche Manöver der Bundeswehr gekommen? Ja, wir haben auch mal eine Karawane gemacht im Münsterland. Da waren wir 24 Fahrzeuge, 60 Künstler aus 22 Ländern, mit 100 Personen insgesamt, waren wir unterwegs auf den Spuren des Westfälischen Friedens. Da sind wir mit der ganzen Karawane mal durch so ein Manöver gekommen. Ja, diese Kriegstypen, die bekommen den Freifahrschein. Die dürfen bei jeder roten Ampel einfach so drüber. Wir mit unserer Karawane, wir haben versucht, so eine Genehmigung zu bekommen. Haben wir nicht bekommen. Ja, wir haben dadurch immer ein Riesenchaos ausgelöst, weil es an jeder Ampel, wenn, kannst du vorstellen, 24 Traktoren mit irgendwelchen Anhängern hinten dran, wenn die dann da auf, oder Kreisverkehr, ist alles zu. Ja? Die Bundeswehr, die kriegt das dann, wird durchgewunken und so weiter. Ja? Und da finde ich, das sind Dinge, da der Frieden, der muss mal Vorfahrt bekommen. Ja? Und darüber zu reflektieren, darüber, wie sehen Friedensfahrzeuge überhaupt aus? Vielleicht auch da nochmal zu dem Begriff, Leute. Als ich das begriffen habe,
Die deutsche Sprache ist ein sehr klares Werkzeug. Ja? Und wir haben diese Begriffe Kriegen und Krieg. Also für alle Substantive. Ne? Also beim Baum ist es anders. Der ist ja nicht auf unserem Mist gewachsen. Ne? Der ist aus der Schöpfung. Ne? Fremdgeschöpft. Also nicht von uns. Nicht von uns. Ja? Aber es gibt ja die vielen Schöpfungen, wie so ein Auto und so, die sind von uns. Ja? Und diese Substantivierung, ein Auto, das hat, die entstehen meistens sprachlich eben aus diesem, was wir tun, dem Verben, den Du-Wörtern. Kriegen, ne? Ich kriege den Hals nicht voll, ich kriege die Kinder, wie ist das bei uns drin in der Sprache? Ja? Ja, und daraus substantiviert sich dieses Wort Krieg. So, und wenn ich Krieg denke, boah, ich habe sofort, meine Güte, also wenn ich aus der Perspektive, was gibt alles, kann man kombinieren. Sofort, plausibel, Kriegsuniversität, klar, kann man sich sofort vorstellen, wie das aussehen könnte. Ja? Kriegshauptquartier, auch klar. Kriegsfahrzeuge, ja, boah, was für eine Serie, kann ich da sofort, ne? Ganze Autoquartette, Kriegsfahrzeuge. Aber wie sehen Friedensfahrzeuge aus? Ja, schon bei dem Substantiv wird es ja schon schwierig, weil da wird immer das Krieg, Frieden wird als Substantiv verkauft. Das ist es nicht. Ne? Vor 300 Jahren gab es das aber, könnt ihr im Grimms Lexikon nachgucken, da gab es das als Substantiv, der Fried. Hm, ja? Fried. Deswegen auch diese ganzen Namen, die heute nicht gebräuchlich sind. Friedobert, Friedobald, Fridolin, Fried er ich, Fried da. Friedrich. Ja? Gibt's ganz viele. Friedobald und so weiter. Ne? Friedobald. Wahnsinn, oder? Also das gab es mal im Denken. So, jetzt dann frage ich mich, okay, ich kann also egal welche Haltung, ich kann gehen, aber mit einer inneren kriegerischen Einstellung, wo ich nicht genug habe, wo ich nicht zufrieden bin. Aber ich kann auch gehen im Fried. Genau. Ja, was ist der Unterschied? Ja. Und darüber, ne, damit beschäftigt sich sozusagen das, worum ich mich all die Jahre bemühe, das mal zu gründen, ja, eine Weltfriedakademie. Eine Akademie meine ich im besten platonischen Sinne, einen Bildungsprozess, auch einen Ortsprozess, also Verortungen, wo eben Menschen zusammenkommen, die an diesen Fragen interessiert sind und da weiterkommen wollen und darüber kommunizieren. Wie substantivieren wir Fried? Ja? Wie geht das? Wie stellen wir ihn her? Kann man Fried produzieren? Wie kann man den produzieren? Kann man aktiv in seinem Wortschatz mit einbauen, dass man sagt, das hatte ich in der Gemeinschaft, in der ich früher mal gewohnt habe, im Permakulturhof, haben wir das wirklich gemacht, dass wir nicht mehr gesagt haben, krieg ich mal die Butter, sondern fried ich mal die Butter. Ach ja. Oder wir frieden das hin. Wir haben dieses Wort nicht mehr verwendet, versucht. Ja, und das funktioniert auch. Also, das ist eine Übung. Und dann nochmal zur Ableitung Fried. Da komme ich dann ganz gerne. Ne? Also dieses Wort Frieden, freuen, freien, woher Freiheit kommt. Also Fried, Freud, frei und Frau. Und alle vier Worte aus einer Wurzel, aus freien, freier, germanisch, keltisch, Kontext, die Ikone oder wie auch immer der Fruchtbarkeit, der Ehe und der Liebe. So, freien heißt eigentlich Liebe, lieben. Das wird, ne, in dem ganzen Freiheit wird das völlig ausgeblendet. Nach Freiheit kann man nicht schreien. Man kann Freiheit nur schenken. Ja? Nur dadurch wird es sinnvoll. Freiheit lieben. Ja. So, jetzt habe ich euch erzählt, dass ich da mit diesem Stein durch Deutschland gerollt bin und dass natürlich eigentlich klar der kollektive Wandel mit diesem Steinrollen von einem Typen natürlich nicht so in Gang kommen konnte. Eigentlich klar. Dann bin ich zurückgekehrt und habe das also überlegt, wie das so war. Und seitdem lässt mich eben diese Idee nicht los, dass der Zeitpunkt mal kommen könnte, wo eben nicht ein Mann einen Stein, sondern die Menschheit den Stein ins Rollen bringt. Der als Metapher, als großes Symbol, ne, und zwar auch als, ja, nicht nur Weckruf, sondern als eigentlich dann, wenn er denn da ist, wenn dieser Stein da ist, dann ist jedem Menschen auf dem Planeten klar, jetzt ist die Zeit. Die alte ist abgelaufen, die neue kommt. Von so einem Symbolbild spreche ich. Ja, und wie sieht das dann konkret aus? Die alte Zeit ist ja die Zeit von Divide et Impera, teile und herrsche. Mhm. Ja, diesem
Doppelsatz, den wir jetzt ja, den haben wir ja bis zur Atomspaltung, haben wir das durchgezogen. Das Ding ist zu Ende. Die Erde ist, ich weiß nicht, an manchen Stellen wahrscheinlich 1000 Mal erobert worden. Kommt direkt der nächste Depp, Occupy. Ich bin schon, jetzt die Jugend schon wieder mit diesem Ruf. Also wie blöd, ja. Wir brauchen Freiheit dringend. Die Erde ist überall geknechtet, malträtiert, penetriert und so weiter. Wir brauchen Freiheit, wir brauchen eine Befreiungsbewegung. Wir müssen darüber, wie geht das, wie können wir dem allen wieder Liebe einhauchen. Ja, und dann kommt, steht die Jugend auf, die eigentlich die Freiheit will und ruft Occupy. Ich bin, mich hat das, ich hatte ganz viele von so Leuten, jungen Leuten bei mir auf dem Gelände und ich hab gesagt, sag mal, hallo, wonach ruft ihr da? Ihr seid bekloppt, ja, das ist der alte Spruch der Römer, ja. Boah, nee, dann so, gerade so junge Männer, die dann Vaterkonflikte haben, die ziehen das dann voll durch und ja, und natürlich kriegen sie dann von der Polizei auch eine Mütze und sitzen dann irgendwann im Knast und so weiter. Sollen wir den Häcksler nicht anmachen zum Apfelsaft machen, oder? Das wäre mir jetzt ganz recht. Das ist aber nett, dass ihr fragt. Sehr rücksichtsvoll von euch, dankeschön. Dürfte ich gerade ganz kurz noch was einwerfen? Ja. Und zwar auch zur Erde und zur Wertschätzung der Erde und dem Bewusstseinswandel. Wir meditieren jeden Donnerstag um 20.30 Uhr für Mutter Erde, für den Frieden, senden Segen und gute Wünsche und machen das gemeinsam. Also das ist so ein Termin, auf den wir uns im Internet geeignet haben. Und wir würden uns freuen, wer mitmachen möchte. Jeden Donnerstag, 20.30 Uhr, kann man sich verbinden und gemeinsam einfach Positives senden und manifestieren auf eine Art. Danke, Optimism. Also ich werde das in Köln gerne aufnehmen. Wir freuen uns total. Ja. So, wir waren bei der Frage, wie kann der Stein aussehen, den es sich lohnt ins Rollen zu bringen. Und ich habe gesagt, das alte Hauptprinzip des letzten Zeitalters, und wenn ich von Zeitalter spreche, sage ich 2.000, 2.500, 3.000 Jahre, war eben dieses Machtprinzip, macht euch die Erde untertan, als Mantra und eben als Technik, als Kulturtechnik, dividiert in paar Teile und herrsche, um eben, ne, sozusagen, also diese Erde muss erst erobert werden, dann kann man in Frieden leben. Also, was für ein, ja, die Menschheit, wir haben diesen Weg gegangen. Die hegische Dialektik. Wobei dieser Begriff teilen, also ich finde diesen Begriff Spalte und Herrscherbänder, weil für die Leute, die das erste Mal hören, verstehen unter Teile immer so was Schönes, Friedliches. Hast recht. Spalte und Herrscher eigentlich. Sehr guter. Wenn es um negativen Ausdruck geht. Sehr guter Einwurf, danke. Das habe ich auch das erste Mal, dass ich diesen Vorschlag höre. Klingt mir sofort plausibel, weil ich kenne diesen Konflikt, wenn ich das vorbringe, wo dann auch immer das Teilen als so was Schönes aufgefasst wird. Spalte und Herrsche, genau. In dem Zusammenhang ist vielleicht auch die hegelische Dialektik ganz interessant. Dass man einfach eine These schafft und dann eine Antithese, um dann daraus selbst eine Synthese zu präsentieren. Aber letztendlich ist alles von langer Hand geplant, um so inszeniert zu werden. Ja. So, jetzt habe ich eine Formel entwickelt, die vielleicht brauchbar ist für eben das neue Zeitalter. Und da ist dann einfach das T bei Teilen, das müsste man jetzt bei Spalten, müsste man das nochmal neu denken. Da können wir echt mal. Manchmal könnte ich so den ganzen Tag so sitzen, dann wäre ich gut zu klären. Ja? Einfach das T durch das H ersetzen, also heilen und dienen statt herrschen. Also jedenfalls, das ist, so, darin habe ich mich in meinem Leben geübt und kann sagen, die Erfolge sind, also jetzt ne, natürlich unter dem Vorzeichen des alten Systems, wie das funktioniert, bin ich natürlich ein Loser, ne, völlig klar. Also ich habe keine Rente und kein Haus und kein Besitz und so weiter. Allerdings von, ne, habe ich eben schon gesagt, meine 4 Kinder und so, kann ich nur sagen, boah, ey, all die Probleme, die alles haben, mit den Kindern haben, die habe ich aber nicht. Ja, zum Beispiel. So, ne, ansonsten, und dann auch die gesundheitlichen Probleme, die die meisten Zeitgenossen haben, die ich so in Köln kenne, die habe ich auch nicht. Ja, und so weiter. Interessant. So, also heilen und dienen. Und das, wenn wir jetzt nochmal uns vorstellen, also wir wollen eben
ein Bild bekommen für den Stein, der sozusagen diese Aufgabe, diese symbolische Aufgabe erfüllen könnte, der Stein zu sein, auch, ne, der uns alle irgendwie, ne, in dieses neue Zeitalter bringen kann, dann kann der natürlich nicht mit Dynamit da aus der Erde gesprengt werden. So ein Stein kann das nicht sein. Also es kann Synthese, hast du gerade gesagt, es kann ein synthetischer Stein sein. Und darüber habe ich eben über die Jahre mit vielen, vielen Menschen gesprochen und daraus ist jetzt mal folgendes Bild entstanden. Wir finden einen Bauplatz für diesen Stein. Deswegen habe ich gerade den Stein des Anstoßes aus Köln rausgebracht, der diese Idee ja trägt und nach Kassel transferiert, weil ich befrage gerade die Stadt Kassel, ob sie die Gründungsstadt der Weltfriedakademie sein will. Und der Mittelpunkt der zukünftigen Weltfriedakademie wird ein runder Tisch sein aus Stein, der gegossen wird aus, ich weiß nicht wie vielen, kleinen Steinchen, die einzelne Menschen aus der ganzen Welt, die den Frieden wünschen, wollen, sehnen, wie auch immer, träumen, die diese Steinchen dorthin schicken, wo dieser Stein gegossen werden soll. Dafür brauchen wir einen Bauplatz, ne, ich sag mal für einen Zeitraum von 3 Jahren, weil man muss das gut vorbereiten. Das ist ein Weltkommunikationsprozess. Es muss eine Einladung ergehen, dass jeder Mensch das hören kann, dass er sein Steinchen schicken kann, sein Steinchen vom Herzen, in Samengröße, sage ich mal. Und dann wird das alles gegossen. Jeder kann seinen Spruch oder sein Lied oder sein, wie auch immer, seine Kontaktdaten damit. Ne, dieser Tisch wird virtuell sozusagen zusammengesetzt. Wir alle sind Zuhörer, wir alle können mithelfen, die richtigen Fragen zu stellen. Und dann haben wir sozusagen den Mittelpunkt einer Weltuniversität, eines Weltauditoriums, dass ich mit diesen Fragen, wie können wir Fried erreichen, wie können wir ihn erhalten, wie können wir ihn bilden, ne, damit auf den Weg geht. Weil es ist ja auch ein Rolling Stone, ein runder Tisch. Das heißt, der soll natürlich, sobald er dann fertig ist, bekommt er ein mobiles Auditorium drumherum, ein Zeltbau, mit dem dann eine Reise beginnt, sagen wir mal, von der Dauer einer Generation. Ne? Wo eben dieses Gespräch, wo wir uns einfach alle gegenseitig nochmal so richtig erleuchten in diesem Sinne, was wichtig ist, wie wir die Welt erhalten und so weiter, so ein Prozess. Ja, also das ist eigentlich das Ding, was ich seit 20 Jahren in die Öffentlichkeit bringe, wofür ich schon unglaublich viel merkwürdige Sachen erlebt habe. Herzlichen Dank dafür. Soziale Plastik, ne, da komme ich nochmal gerade, also deswegen, ne, um diese Frage auch zu klären, ich bin kein direkter Beuys-Schüler, aber ich habe Beuys, bin im selben Krankenhaus geboren, habe viele Schüler unterwegs von Beuys kennengelernt und indem ich ihn dann studiert habe über die Schüler und über Besuche in den Museen und so weiter, ne, ist mir klar geworden, was ich eigentlich tue, in dieser Form so zu leben, ne, mit so einem offenen Zirkuswagen, immer mit Werkstätten, also es war immer ein Tun auch. Also ich hatte die verschiedensten Werkstätten, ne, über die Zeit und bin dadurch eben immer auch in einen Werkkontext gekommen mit den Menschen, wo ich gerade bin. Ich habe in ganz vielen Gemeinschaftsprojekten mitgewirkt, eben von Tellerwäscher bis, was weiß ich, Klärgruben ausheben und also von da aber natürlich dann auch in Zirkeln gesessen und mitgedacht und mitgeplant. Und warum soziale Plastik? Eben, weil eben es geht darum, ne, auch dieses ganze Bauen zu befreien. Wenn wir heute gucken, diese Strukturen, wenn man jetzt heute durch Deutschland fährt, man will ja gar nicht mehr hingucken, wie sich die Landschaft verwandelt. Und das ist alles andere als angeblich demokratisch. Zum Demokratiebegriff möchte ich euch auch gleich nochmal was sagen. Weil da hat überhaupt keiner mehr was. Das ist keine soziale Plastik. Das sind absolute Machtstrukturen. Da gibt es irgendwelche Gelder und dann wird das durchgedrückt und dann kommt ein Zaun drumherum und dann entsteht plötzlich so ein Quader und da ist überhaupt kein Fenster mehr drin und da wird keine Ahnung, was für ein Zeug. Ne? So. Wenn ich mir also vorstelle, diese Stadt wird gefunden, wo die Friedakademie sich so gründen darf, wo es ein Grundstück gibt, das für 3 Jahre. Von der Stadt, also das will ich aber dann auch haben von der Stadt, ob das jetzt Kassel, Berlin oder Timbuktu ist, ja, dass diese Stadt sagt, ja, das unterstützen wir nach Kräften und wir sind die Stadt, die eben zu diesem Prozess, dass aus allen Familien, aus der ganzen Menschheit Steinchen zusammenkommen und dass wir das richtig aufmerksam und schön machen und so.
Ja, dann soll noch ein zweiter Prozess in Gang kommen, der soll praktisch dann später dieses Steinprojekt begleiten. Und das ist der Regenbogen. Ich hab 13 Jahre war ich Kunstglaser mit meinem Zirkuswagen und habe also mit schönem buntem Glas schöne Sachen gemacht. Und seitdem habe ich diese Vorstellung, dass es eine Skulptur geben wird, wenn diese Karawane mit diesem Zelt und dieser Friedakademie so durch die Länder zieht, die beständig wächst, wo jeder Mensch seine Farbe, sein Licht dazugeben kann. Ja, wir sollen ja alle leuchten und nicht unter den Scheffel stellen, also wollen wir das mal an den Himmel hängen. Also eine, wie auch immer, wachsende Traverse, ja, an der ein Regenbogen gehängt werden kann. Da kann man noch drüber reden, das kann man vielleicht auch virtuell machen mit Laser oder keine Ahnung, aber man könnte es auch mit Glasplättchen oder Kunststoffplättchen, aber wie auch immer, ist mir alles egal. Da kann man dann, wenn man das anfängt, kann man drüber reden, was ist die beste Form. Aber das ist ein wachsender Regenbogen, wo jeder sein Pixel, seine Farbe, ne, mit Beschriftung oder wie auch immer da mit reinbringen kann. Wunderschön, das, wunderschönes, ne? Bild. Ja, boah. Toll, ich bin, ach ey Leute, das ist eine Last gewesen manchmal, weil das schleppe ich alles schon so lange mit mir rum. Und ich habe es oft nicht begriffen, warum es so schwierig ist. Na, geh mal nach Köln, versuch in Köln irgendjemanden zu finden. Fußball, ja, ich verstehe es nicht, wie kann man in der heutigen Zeit noch aus dem Schwachsinn auf so einen Ball einzutreten, sich mit 60.000 oder 80.000 in so einem Stadion zu finden und da eine solche Begeisterung zu eruieren. Ich krieg's nicht hin. Ja? Die ganze Stadt ist versifft, wenn diese Horden da durchgezogen sind, und dann wird das noch bejubelt und alle Zeitungen schreiben jeden Tag. Und das habe ich in dem Stopp Rammstein-Video angesprochen, das ich gemacht habe. Ja. Wo es halt darum ging, dass auf die Base kommen laut Zählungen halt 5.000 Leute ungefähr, letztes Jahr auch, und ins Stadion kommen, keine Ahnung, wenn Dortmund ein Heimspiel hat, 80.000 Menschen. Ja. Ja. Und was ist wichtig, was zählt für die Gesellschaft? Anderes Beispiel, Documenta. Ne? Also jetzt sind sie ja auf immerhin fast 1 Million Besucher in 100 Tagen. Also ich sag mal, vor 30 Jahren, da hatten wir die größte Bundeswehrwaffenschau nach dem Zweiten Weltkrieg, aus schon länger her, 40 Jahre her. Direkt in der Nähe von Köln gibt es einen Truppenübungsplatz, also ein Teil vom Kölner Flughafen ist Bundeswehrflugplatz, Köln-Bahn. Und da war dann die größte Nachkriegsschau, Waffenschau. Und da sind an einem Wochenende, damals hatte die Documenta noch so 100.000 Besucher, da sind an einem Wochenende aus ganz Deutschland 180.000, 200.000 Besucher hingekommen, um ihre Kinder Panzer fahren zu lassen. Und so weiter. Das fasziniert die Kinder, ja. Ja, Erfahrung also ich sehe mich danach, ne? Das, also, weil es lohnt sich doch, mein Gott, das Leben ist doch so eigentlich so was Schönes. Ja? Und da könnte man doch mal eine Künstlerin, ich träume davon, dass irgendwie sowas entsteht, so ein Mittelding zwischen Rosenmontagszug, von Leichnamsprozession, Love Parade, Künstlerkarawane, ja? Ja. Weiß ich, was Prozession so, ne? Dass eben sich sowas bildet und dass man schafft, sozusagen von hier nach da zu ziehen und den Verkehr, alles Verkehrte außer Kraft zu setzen. Das mache ich ja? Und eben nach vorne den ganzen Müll aufräumen, in der Mitte wird gewerkt und gemacht und gekocht und Gastfreundschaft und so weiter, und hinter uns ist einfach eine schöne Landschaft entstanden, ja. Also, dass wir uns mal so fortbewegen und nicht eben mit diesem Ding, wir bewegen uns fort und hinter uns die Sintflut. Ja. Ja, ja. Der ganze Tourismus, also das ist auch ein komischer Zufall, Terror und Tourist, also diese, das ist, hat ja... Sprachverbindung. Ne? Komme ich nochmal gerade hier mit Demokratie, weil da wird ganz viel Schindluder betrieben. Ja. Wenn man nämlich wirklich nachguckt, dann ist dieser Begriff Demos, der uns ja in der Schule dann verkauft wird als das Volk. Ja? Dorfgemeinschaft. Also lass uns sprechen, also offen, ja? Ja? Du hast, bist ja auch da. Also das, was ich rausgefunden habe, Lexikon, ne? Das Volk, also Demos ist ein Substantiv.
glaube ich, griechisch. Ja? Und das ist natürlich auch aus einem Verb entstanden. Welches ist das griechische Verb? Es ist demostai, heißt teilen, spalten. Also das heißt, wir haben in diesem Demokratiebegriff, haben wir spalten und herrschen. Also es ist ein Herrschaftsbegriff. Es ist noch kein Begriff einer neuen Zeit, wo wir sagen, also wo wir einloggen, ey, genauso wie der Apfelbaum uns dient, so müssen wir dem Apfelbaum dienen. Ja? Wieder. Ja? Das war ja das, was gestern auch in diesem Vortrag über die Bäume völlig klar war. Ja? Also Herrschaft, wer glaubt, auf so einem Planeten könnte man mit dem Herrschaftsprinzip in die Endlosigkeit irgendwie gut leben, geht nicht. Wir brauchen keine Demokratie, wir brauchen auch keine Bürokratie, sind alles Herrschaftsbegriffe. Ja? Also, ich weiß jetzt nicht, was dienen auf Griechisch heißt, da müsste man mal, ne, mal weiterdenken. Jetzt ist interessant, was heißt denn der Begriff Volk? Ja, das ist nämlich, da kommen wir nämlich dann auf eine indogermanische Wurzel, Volk. Volk ist der Haufen. Ja, ein Haufen. Ja, was ist denn ein Haufen? Ja, ich meine, es ist eine Beleidigung, bei einem Ameisenhaufen Haufen zu sagen, weil das entspricht nicht der Wahrheit. Das ist ein hochkomplexer Stammesorganismus, ne, wo jede einzelne Ameise, jede einzelne, alles hat genau seinen richtigen Platz und ist in einer Ordnung. Ein Haufen ist nie in Ordnung. Ein Kackhaufen, das ist ein Haufen. Ja, das ist ungerichtet, wo sozusagen jedes einzelne Teil noch gar nicht weiß, wo es hingehört, wo es hin wird und so weiter. Deswegen existiert das ja auch nicht so lange, so ein Kackhaufen. Der ist ganz schnell, ist der weg. Ja? Volk ist ein Haufen, was nicht weiß, wo es hin will. Ja? Davon, das kann man sehen. Und deswegen, ja, also der Demokratie, lass auf den Müll werfen. Also wir brauchen was Neues noch. Also, jawohl! Ja. Arbeitsbegriff, vielleicht auch noch mal. Ich mache mal gerade so ein bisschen aus meinem Kämmerchen. Ne? Also als ich das gelesen habe, ach übrigens, da vielleicht mal gerade unbekannterweise, also ihr kennt ihn nicht, aber einer der Beuys-Schüler, dem ich begegnet bin, der nannte sich, der hat seinen Namen mal abgegeben an den Bundespräsidenten mit den Papieren. Bernhard Eitel-Görge war sein ursprünglicher Name, ein kölscher Jung, der in dem gleichen Viertel groß geworden ist, wo der jetzige Kardinal von Köln auch groß geworden ist. Im Bruder-Klaus-Siedlung in Kölle. Der ist so 10 Jahre älter als ich, der Bernhard Eitel-Görge, und der nannte sich dann also Kosmos, nennt er sich bis heute. Und der ist 96 von Deutschland aus losgewandert mit 2 Eseln und Frau und Kind und nach Jerusalem. Der wollte unbedingt den Pilgerweg nach Jerusalem wieder klar machen, und den haben sie bis heute nicht reingelassen. Also der sitzt da irgendwo im Sinai. Und warum haben sie ihn nicht reingelassen? Wegen den Eseln. Also Esel sind darf man nicht mehr über die Grenze. Also mit Panzern darf man alles schießen, darf man auch. Aber ein Esel, ne, in einem typischen uralten Eselland darf man nicht mehr von Jordanien oder Ägypten. Das ist wirklich kein Witz. Nee, ist kein Witz. So wollen sie verhindern, dass der Heiland also irgendwann kommt. Auf so einem Beduinengrundstück hat er also ein Haus gebaut, einen Paradiesgarten, Olivenhain gepflanzt und so. Ja. Aber auf jeden Fall, der war derjenige, der mich auf die Spur gebracht hat, so ein etymologisches Wörterbuch doch so als Berater immer mitzuführen. Ne? Und der hat mir den Arbeitsbegriff mal geklärt, weil das, weiß ich, mein Vater war wirklich, ne, also Bruttosozialprodukt war alles für ihn. Ich meine, ich habe davon profitiert, weil, ne, ich konnte wirklich das mir leisten, mein Leben lang zu studieren. Dadurch, dass mein Vater da irgendwie dafür gesorgt hat, dass ich muss für meine Mutter bis heute nicht in diesem Sinne sorgen. Ja, bin frei davon und kann deswegen in der Weltgeschichte rumgurken, weil mein Vater aber da sein Leben verkauft hat im Prinzip. Aber Arbeit. So, dann, ach, Arbeitsamt. Arbeitslos, Arbeitgeber, Arbeitnehmer. Und ich habe das immer nicht begriffen. Dann gehst du arbeiten und denkst dir, ich gebe doch die Arbeit. Mhm. Und so weiter. Und dann geht Arbeitslosenversicherung. Und du, boah, mein Gott, was für Gott, du begreifst nichts. Ja? Und fühlst dich aber immer unwohl. Bei dem allem, was du damit zu tun hast. Ja, und dann guckst du nach. Und dann guckst du nach. Aha, Stammessprache. Also geh zurück in die vorherrschaftsfreie Zeit. Also da, wo wir noch zusammen gelebt haben und uns, ne, von Geburt an bis zum Alter kannten wir uns. Ab und zu kommt man Fremdling, aber dem ist man so gastfreundlich, den lernt man dann ja kennen, der ist auch nicht mehr fremd. Das war Stammeskultur. So. Wirtschaft, bis vor 300 Jahren das Wort Wirtschaft hieß ausschließlich das Gastmahl, die Gastfreundschaft. Heute ist das, wenn man die Zeitung aufschlägt, ist räuberische Erpressung. Ja. Ja?
Das ist die Grundregel für eine Friedensgesellschaft, ist eben überall Gastfreundschaft. Ja? Der gerade draußen hat, kein Bett hat, kein Essen hat, dass der zufriedengestellt wird. Weil daraus erwachsen diese Potenziale, die dann auf Krieg ummünzen, die dann sich eine Waffe basteln. Ich habe hier nichts zu essen, ich hole mir das. Ja? Arbejo ist das Wort aus der germanisch-keltischen, hier immer Sprache. Arbejo, im Stamm immer jo ist ich. Hinten, niemals vorne. Ja? Nicht ich arbeite, sondern Abe, jo. Abe ist der Klageruf des verwaisten Menschen. Also der seinen Stamm verloren hat. Die Mühsal des verwaisten Menschen. Also ob der Stamm mich rausgeschmissen hat, weil ich habe mich daneben benommen, ne, wurde sie geächtet, dann hattest du echt die Kacke am Dampfen. Oder aber die Römer sind gekommen und haben dir deinen Stamm kaputt gemacht. Ja? Und dann bist du vereinzelt. Dann bleibt dir nur entweder Eremit, also ich habe mal so ein Jahr so verbracht, ganz schön anstrengend. Ja. Musst du selber deine Feuerstelle machen, du musst das Feuerholz holen, du musst den Kessel schmieden. Hier in Deutschland? Ja, würde ich mal fragen, wo. Ne, du musst den Fisch fangen, ausnehmen, alles selber machen. Ja. Also das ist Eremit. Oder die andere Möglichkeit, du musst dich sozusagen an andere Gemeinschaft, wie auch immer, versklaven. Ja, du bist da immer, und dann kommen so Jobs raus, du holst dann sein Leben lang, bist du nur dafür zuständig, das Feuerholz ins Tipi zu tragen oder so. Ja, also so voll blöde Arbeiten zu machen und vor allen Dingen, du hast keinen Respekt, du bist nicht angesehen. Dich sieht man nicht. Du machst die ganze Zeit irgendeinen Job und du wirst überhaupt nicht, kriegst keine Wertschätzung. Keiner fragt, wie es dir geht und so weiter. Ja? Und das ist das, was, wenn man heute mal guckt, diese ganze Arbeitswelt, wie viele vereinzelte Menschen laufen da heute rum. Das ist eine Gesellschaft des vereinzelten Menschen. Ja. Fragen? Ich wollte mal noch eine kleine Idee sagen. Ja. Also ich bin Christ und du mit denen, die mir nah sind als Christen. Ich will jetzt nicht werben fürs Christentum, ich gebe jetzt nur mein Wort. Mit denen, die mir nah sind als Christen, sagen wir uns immer am Telefon oder persönlich Shalom. Das ist das hebräische Wort Frieden. Und das Wort Shalom beinhaltet aber nicht nur Frieden, sondern vieles. Also Wohlstand mit allen gemeinsam, dass es einem gut geht, nicht nur mir individuell. Mhm. Und ich habe in den letzten Monaten oft gedacht, ich kann immer nur Shalom sagen zu denen, die einfach das Wort Shalom einerseits verstehen und die meinetwegen gläubig sind. Und ich habe schon so oft innerlich den Wunsch gehabt, kann ich denn nicht zu anderen Leuten einfach sagen, weißt du, Shalom heißt Frieden, ich möchte dich eigentlich nur noch mit dem Wort Shalom ansprechen. Das klingt schön. Ja, ich wollte es jetzt mal in den Raum stellen, ich kann es euch alles sagen, aber das wäre doch so eine wunderschöne Idee, dass ich zu jedem, den ich sehe, ich habe da noch Komplexe gehabt jetzt bis jetzt, aber ich denke mal, warum denn nur nicht? Ich werde... Also in dieser Neuzeit, ne, was mir ja auch von Wortansprache nicht immer gefällt, das sagt ja jetzt alles Hallo. Gell? Also ich in meinem Hildburghausen, ich wohne ja in so einem kleinen Kaff, das ist ja hier nur diese Stadt, und die Mehrheit sagt jetzt Hallo. Und die einen sagen Hallo, 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 irgendwie. Und Hallo ist für mich sowas Nichtssagendes, sowas Nullhaftes. Für mich geht es mir so. Gell? Ich danke dir für das Ding. Also ich kenne das. Ja, auf jeden Fall. Gut. Ich will kein Hallo mehr hören. Ich will lieber von den Leuten, die mich nicht leiden können, kein Wort hören und dass sie mich auch nicht angucken, als dass sie mir, ja mal, irgendwas muss ich jetzt sagen. Hallo. Wenn ich immer, ja, du bist ja die kleinen Doofis. Das ist aber blöd, kann man ja bloß Doofis sagen. Hallo. Und ich kann das Wort, das ist mir so zum Kotzen. Ist aber ein Weltsprachewort, weil alle Welt in den USA und überall Hallo sagen. Ja, das kann ich dir aber doch. Kotzen. Aber Shalom. Das geht mir so unter und ober und das singe ich und alles. Und das möchte ich jetzt nicht sagen, aber ich habe es mir noch nicht geschaut. Shalom. Okay, Shalom. 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 Wie heißt du noch? Ganzen Tag sag mir noch mal deinen Namen. Einfach gut. Sag mir nochmal deinen Namen. Karin, hör mal zu. Weißt du, was Hallo eigentlich bedeutet? Ja, sag bitte. Das ist eine Kurzform von Halleluja. Ja. Kann ich es noch leiden, aber Shalom ist trotzdem schöner. Bleib ich dabei. Ja, aber ist das nicht... Wir hatten ja heute eigentlich... Es hilft dir doch, wenn jemand Hallo zu dir sagt. Ja, Halleluja. Ja, Hallo. Halleluja. Ja? Ja, dann sage ich in Zukunft den Leuten alle Halleluja. Ja. Also das Hallo alleine habe ich. Sag doch alles, so wie es dir gerade kommt. Alles ist schon wieder zu viel. Hallo. Macht sie doch sowieso. Oder Shalom. Shalom. Nein, ich sage immer nur die Hälfte, aber trotzdem.
Ja, aber dann, ich danke euch, ihr habt nichts gegen Shalom, ich sage zu euch Shalom. Ja. Und vielleicht habe ich auch den Mut und sage euch Haus zu denen, die mich leiden können, Shalom. Und ja, das schauen wir halt mal, wie sie gucken, gell? Habt den Mut ins Haus. Ansonsten sage ich ja guten Tag gerne, gell? Ich sag auch Grüß Gott in Bayern, weil ich möchte mich ein bisschen anpassen, möchte denen auch freundlich sein, wenn ich in Bayern bin. Gell? Meine Mutter bringt das nicht fertig. Das ist zwar nicht Voraussetzung bei uns in Bayern. Nein, das weiß ich, aber ich mache es, weil ich ein Gast bin, wenn ich in Bayern bin, das sage ich. Und wenn ich mit meiner Mutter nach Coburg zum Einkaufen fahre, mit ihr zum Augenarzt, dann sag ich Grüß Gott zu den Leuten, meine Mutter, und ja, oder sie sagt mir gar nichts, weil sie gar nicht traut, Grüß Gott zu sagen, gell? Und dann lässt sie lieber den Mund zu und mich fragt sie dann gar nicht erst, warum sagst du jetzt Grüß Gott zu den Leuten, du bist doch Thüringer oder so, gell? Okay. Was hast du denn, dass du mit uns Grüß Gott sagen willst? Ja, es gibt aber Leute, die das schön finden. Ich bin ja nicht Gott, oder? Nein, ich bin doch aber, ein freundlicher Gast sein, wenn ich Gastgeber habe. Ach, das ist ja hochkatholisiert da in Bayern. Das ist ja schrecklich. Da habe ich noch was, da habe ich noch was für euch hier. Gott, mit diesem Wort Gott. Das ist aber gut, dass man so geredet. Ja, das ist gut. Mit die, ne, das Wort Gott, das kann man ja auch mal nachschlagen im Etymologischen. Es hat ja mit dem ganzen Kram da aus Palästina überhaupt nichts zu tun, also semantisch. Ne? Hm. Das kommt eben auch aus unserem indogermanischen Sprachraum und es direkt übersetzt heißt es einfach nur der, die oder das. Also der, die oder das Angebetete. Ja? Also der Hauptgottesdienst, der in diesem Land stattfindet, den sozusagen der Mainstream täglich bedient, das ist der Gottesdienst am Geld. Der Bankschalter, ne, das Denken über das Zahlenspiel und so weiter. Ja, weil das Geld wird angebetet. Es wird ihm Aufmerksamkeit, Andacht, Gedanken, unglaublich viel Zeit und so weiter und Mühe und Sorge und so weiter wird ihm gewidmet. Deswegen, ne, der eigentliche Gott, der im Moment hier hauptsächlich herrscht, ja, weil wir ihn bedienen, ist das herrschende Geldsystem. So, wenn wir das nochmal ein bisschen, also was... Ich habe mal im Friedenspark in Köln, habe ich mit meinem Zirkuswagen ein paar Monate stehen dürfen. Also hat man mich echt akzeptiert, habe ich eine Feuerstelle eingerichtet im öffentlichen Park und habe also da eine wunderbare Zeit verbracht irgendwie. Das war ein echter Genuss. Und da gab es einen Baum, den durfte ich beim Aufblühen erleben. Das ist ein richtig schöner alter Park von Herrn Enke, der alte Gartenbausmeister hier aus Potsdam, der letzte der kaiserlich-königlichen Gartenbauschule, hat ja in die Stadt Köln, diese Militärgelände der Stadt Köln, damals in Blumengärten umgewandelt unter Adenauer. Adenauer hatte anscheinend eine große Vision davon, dass nach dem Ersten Weltkrieg kein Zweiter kommt. Ne, und hatte also damals schon voll auf Frieden gesetzt, die Militärgelände um in Rosengärten und so weiter. Und Enke war der Gartenbaumeister. Und da sind entsprechende Bäume gepflanzt worden. Also hat man in diesem Park unter anderem einen Tulpenbaum gepflanzt. Ne, der hat also so diese so länglichen Trompetenblüten in lila, in so einem Magenta-Lila. Und wenn der blüht, dann hat er noch keine Blätter. Und das ist ein alter Baum inzwischen. Also 80 Jahre oder so, das ist der Hammer. So, und dann siehst du also, du lebst dann da, hast du deine Tür und guckst da immer so, die Spaziergänger laufen so rum und dann blüht der Baum auf. Und keiner kann mehr an dem Baum vorbeigehen, ohne wenigstens mal eine Minute da so andächtig zu stehen. Ja, in dem Moment ist sozusagen dieser Baum Gott. Ja? Und Gott ist verwandt, das Wort Gott von der Wurzel her mit Gut. So. Also das heißt, diese ganz ein, das ist so einfach. Es ist so einfach. Ich würde gerne nochmal auf das, was du gesagt hast, Karin, eingehen, mit dem Grüß Gott als Beispiel. Ich komme aus dem Schwäbischen, da verwenden wir das auch gern. Und ich sage das überall, egal wo ich hinkomme, also im Norden Deutschland, in der Schweiz, spielt gar keine Rolle. Und ob ich jetzt, was jetzt der andere da interpretiert, interessiert mich in dem Moment gar nicht. Wenn ich sage Grüß Gott, dann meine ich, grüß dich, der Gott in mir. Das ist das, was ich damit zum Ausdruck bringe, wenn ich das sage. Gleiches gilt für jedes andere Wort, egal ob es Hallo ist oder sonst irgendwas. Das ist für mich maßgeblich wesentlich, wie ich das für mich interpretiere, was will ich dem anderen gegenüber zum Ausdruck bringen, wenn man so will. Deswegen finde ich das schön, wenn man es denn bewusst tut, sagt und nicht einfach nur aus Reflex. Nicht was man sagt, sondern wie man es sagt. Ne? Ich glaube, so, dass also wie im Geist und im Herzen. Ja, und bei dem Hallo habe ich aber wirklich schon in vielen Umfeld eben das mehr Negative gefühlt, gemerkt, wenn mich die Menschen so ansprechen. Weil es lag, glaube ich, auch an der Spannung in der Luft.
Weißt du, wenn Menschen dir einfach offen und herzlich begegnen, dann merkst du, dann spürst du diese Empathie, dann brauchst du auch nicht diese Worte. Dann spürst du das einfach. Und das ist im Kern das, worauf es ankommt. Ja, wird eben auch im Umkehrfach verwendet. Ne? Hm. Ja, danke. Mal danke alle. Ja, danke dir. Ich würde jetzt noch eine Abschlusskurve erzählen. Also heute Nacht habe ich, die Friedensfrage ist drängend, also darauf will ich jetzt auch nochmal rauf. Ne? Also ich habe nach meiner Uhrzeit sind wir spät dran, also ne, die Zeit ist längst abgelaufen. Meine Uhr sagt das Gleiche. Und also gestern Nacht zum Beispiel kam über so ein Portal die Meldung, dass der Konflikt sich in Nordkorea ganz furchtbar zuspitzt. Die Chinesen haben alle Abwehr, die haben praktisch Generalmobilisiert heute Nacht. Die Russen haben Truppen ganz in den Osten verlegt. Die Amerikaner sind mit Atom-U-Booten und Flugzeugträgern und mit Fliegern schließen gerade Nordkorea ein. Und Nordkorea hat mehrere Raketen in Stellung gebracht und damit gedroht, eine erste Wasserstoffbombe über den Pazifik abzuwerfen. So. Also ne, ich will jetzt mal nur jetzt diesen Versuch hier ne, irgendwie mit einer Friedensmobilmachung mal gegen eine Kriegsmobilmachung also die sind, das ist alles echt ganz schön heftig gerade. Ich habe immer noch so viel. Es gibt diesen Satz, hiermit erkläre ich der Welt den Krieg. Ja? Also ich habe damals vor dem Weltjugendtag in Köln, als der Papst nach Köln kam, habe ich auf meinen Zirkuswagen 5x2 Meter im öffentlichen Raum drauf meine Weltfriederklärung geschrieben, ne, auf meine Zirkuswagenwand. Und das war nachdem der Bush war, glaube ich, der sozusagen diese nach den 9/11 der Welt den Krieg erklärt hat und hat gesagt, also ab jetzt erklären wir der Welt den Krieg und wir können überall einfach reinschießen. Das Recht hatte ich, genau, habe ich gedacht, was für ein Arschloch, ey, da steht so ein kleiner Mann, er erklärt einfach der Welt den Krieg. Und daraufhin habe ich mir überlegt, ja, wieso kann ich nicht eigentlich einfach aufstehen und sagen, jetzt erkläre ich der ganzen Welt mal den Frieden. So, und das habe ich gemacht und das ist 20 Jahre her. Ja, und ich denke mir immer noch, ich mache das ja immer wieder, hiermit erkläre ich der Welt den Frieden und es hat fast keine Wirkung. Während jede scheiß Kriegserklärung, jede kleine scheiß Bombe von irgendeinem Vollidioten sofort so ein Echo. Ja, in Köln gab es diesen Nagelbomber, ne, der mit seinem Fahrrad hat sich noch filmen lassen. Bis heute nicht raus, wer das ist, glaube ich, wer das war. Stellt das vor einen Friseurladen, eine Scheibe geht zu Bruch, 15 Leute sind verletzt. Ja, der Nagelbomber von Köln. Da sind wir aus Amerika von Verwandtschaft angerufen worden, ob wir noch leben. Die Anleitung, wie der die Bombe gebaut hat, ist weltweit veröffentlicht worden. Echt? Ja, klar. Panik machen. Ja? So. Ja, und was passiert, wenn einer sich hinstellt und den Fried erklärt? Ey, passiert gar nichts. Wird nicht ernst genommen, oder was? Ja, der ja? Respekt fehlt. Ja. Von dir geht da in dem Fall keine Aggression aus. Und wenn du dann Krieg erklärst, da weiß man, da muss man jetzt Angst haben. Ja. Ja. Aber ich meine, das nicht auch mal umgekehrt sein? Also deswegen, warum erzähle ich das? Also mir ist wichtig, dass das Resonanz, ich bin ja mit dem Stein hergekommen, dass wir sozusagen echt in ein gebundenes Resonanzverhältnis kommen über diese Friedensfrage und dass es weitergeht. Also das ist einfach mein Aufruf auch, also bis jetzt gestern, ne, ich habe also noch 500 Euro mindestens Defizit in der Kasse, dass der Stein überhaupt hier sein kann. Ne? Und gestern sind 125 reingekommen, also das ist immer noch irgendwie wenig. Also das für mich, damit ich weitermachen kann, ist es wichtig, dass das auch irgendwie, ja, dass da Menschen mit einloggen und sagen, ja, ich erkläre auch der Welt den Fried. Also das ist sozusagen die Eingangsformel für als Mitgliedschaft in dieser Friedakademie. Ja, dass jeder, der da mitmachen will, eben sagt, ja, ich stelle mich auch hin und erkläre der Welt den Frieden, damit diese Formel auch mal klar, stark wird. Ja. Ich
So, in dem Sinne, das ist mein Appell und bitte, ne, dass diese Währungseinheiten hier, die Friedwährung, dass die Schule macht, dass da mehr Menschen davon erfahren, hier, ja, dass das veröffentlicht wird und dass wir mal eine Welle machen. Sind zwei das Geld. Ja? Dringend notwendig. Oh. Halleluja. Shalom. Namaste. Amen.